Also ich habe halt schon sehr früh, ich glaube mit 12, meine erste Videokamera, das war eine Hi8-Kamera, von meinem Vater geschenkt bekommen. Und so kam es dann, als meine Eltern aus einem Spanienurlaub wiederkamen und erzählten, sie würden gerne ein Schiff bauen, dass ich natürlich dachte, das muss ich irgendwie mit der Videokamera festhalten, was ich dann auch tat. Mein Vater hat Windmühlen gebaut, der hat Häuser gebaut, der hat uns sogar mal einen 8 Meter Kamerakran gebaut. Aber ein Schiff ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Ich habe halt wichtige Momente mit der Kamera festgehalten und mir war damals natürlich überhaupt noch nicht klar, dass ich daraus irgendwann mal einen Film mache.